König Charles und X27, Krönung, sind Harry Meghan doch dabei? Sind Prinz Harry, 38, und Herzogin Meghan, 41, doch anwesend? Im September 2022 ist Queen Elizabeth II. Römisches Kreuz, 96, in Schottland gestorben. Somit wurde ihr ältester Sohn Charles, 74, König. Im Mai soll alles offiziell unter Dach und Fach gebracht werden, dann wird Charles zum britischen Regenten gekrönt. Ob sein jüngster Sohn und dessen Frau dafür anreisen werden, war bisher ungewiss. Hat sich das inzwischen geändert? Laut Mail on Sunday sei es immer noch unklar, ob Harry und Meghan an Charles' großen Tag dabei sein werden. Angeblich seien die Eheleute für den Gottesdienst und die Krönungszeremonie nicht als Gäste eingeplant. Alle sind sich einig, dass Harry und Meghans Anwesenheit von der Krönung ablenken würde, berichtete ein Insider. Charles möchte seinen Sohn aber angeblich gerne dabei haben. Deswegen soll er den Erzbischof von Canterbury darum gebeten haben, zwischen Harry und seinem Bruder Prinz William, 40, wegen ihres Zwistes zu vermitteln. Ob Harry und Meghan beim Balkonauftritt nach Charles' Krönungszeremonie dabei sein werden, ist ebenfalls noch nicht bestätigt. Doch laut einer Quelle sei es unwahrscheinlich, dass die beiden nach ihren Anschuldigungen daran teilnehmen dürfen. Bereits beim Thronjubiläum der Queen wurde ihnen das nicht erlaubt.